Der ganze rechte Scheiß macht mich voll wahnsinnig. Da mache ich ein Video, gebe Mühe, dass es schön wird, will vielleicht eine Minute Ton verwenden von irgendeinem Lied, das mir gefällt. Und ja, dann schneide ich das Video, lade es hoch und nach 5 Minuten steht da, dieses Video wurde blockiert. Oder dieses Video wurde in folgenden Ländern blockiert. Deutschland, Niederlanden, Kasachstan, was weiß ich. So ein Scheiß. Und dann machen die so Experimente mit Warner Music Group, Entertainment, was weiß ich. Und ich sitze dann da 2 Stunden lang oder länger und versuche so ein schönes Video zu machen mit ein bisschen Musik. Und dann wird das einfach so blockiert. Ich pack das nicht. Das macht mich so wahnsinnig. Und ja, okay, ich habe mehr Videos gemacht, als ich gepisst habe. Kleiner Scherz am Rande. Aber im Prinzip ist es so, ich habe 200 Videos oder was weiß ich, 250 derzeit, keine Ahnung. Und immer das Gleiche. Ich verwende irgendeine Musik, die mir gefällt oder die ich halt gern verwenden will. Und dieses Video wurde blockiert. Dieses Video entspricht nicht den Richtlinien. Was für ein Scheiß! Ich meine, ich mache mir die Mühe, dass ihr das hören könnt, dass ich nachher auch ein gutes Video habe, was mir selber gefällt. Und dann wird das einfach blockiert für Deutschland, was weiß ich, alles für Länder. Ich meine, hallo? Das Beste ist ja noch, wenn ich dann auf YouTube herumsurfe und mir irgendwelche Seiten anschaue, und also halt Videos, und dann sind da Links zu anderen Videos, und dann klicke ich das an und dann steht, dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar. Hallo? Warum habe ich dann den Link da überhaupt? Ich meine, was soll dieser scheiß Link hier in den weiteren Videos, wenn ich das Video eh nicht ansehen kann? Sind die zu blöd? Haben sie denen ins Hirn gepisst, dass sie nicht diesen einfachen Link da rausnehmen können? Ich meine, wozu? Ich habe sicherlich 5% oder 10% von der Zeit, wie ich auf YouTube bin, bekomme ich Meldungen wie, dieses Video wurde wegen einem Richtlinienverstoß gelöscht. Okay, ist vielleicht ein bisschen was anderes, aber nervt ebenfalls. Oder dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar. Ja, warum ist der Link da? Hallo? Na, jedenfalls ist das echt nervig und YouTube sollte da wirklich in nächster Zeit bald was machen, weil es wird echt mühsam. Ich meine, die alternativen Plattformen und Hoster haben ja da auch mittlerweile, gehen auch mittlerweile in diese Richtung. Da gibt es auch nicht mehr so viel Freiheit. Aber es nervt echt und ich habe echt keine Lust mehr. Ich glaube, ich werde einfach die Liedernamen reinschreiben. Das Lied kann sich jeder selber mit dem CD-Player einschalten oder mit der Kassette. Ich meine, bei Kassette, jeder konnte ein Lied für seinen Freund kopieren. Mit Kassette oder mit Mikrofon duplizieren, irgendwas. Heutzutage wird es blockiert, gelöscht, wirst du auf eine Blacklist gesetzt, dass du ein Schwarzkopierer bist. Früher ist jeder mit einem Kassettenrekorder vom Radio aufgenommen. Ich meine, was ist der scheiß Unterschied, ob ich mir das Lied runterlade auf irgendeiner Plattform, was weiß ich, mit irgendeinem Programm, oder ob ich das vom Radio aufnehme? Da gibt es keinen Unterschied, oder? Naja, jedenfalls regt mich derzeit ziemlich auf und ich werde vielleicht wirklich weniger Musik verwenden, die nicht von mir oder einem meiner Freunde ist, weil ich habe echt keine Lust mehr drauf, diese Meldung zu sehen. Vor allem, es nervt echt, wenn ich mir echt Mühe gebe und dann bekomme ich diese Meldung und ja, ich gehe mich jetzt ein bisschen abkühlen. Servus und Peace out.